Willkommen und weiter gehoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da Outer Worlds nennt. Wir stehen im Frachtlager und Verarbeitung von Sublight Underground, dem noch illegaleren Ableger. Wir haben eigentlich schon erst erfahren, wo wir hergekommen sind, weil wir haben nämlich den örtlichen Computer gehackt, aber wir fragen trotzdem noch Ella Tinsley, ihres Zeichens anscheinend Vorarbeiterin der ganzen Veranstaltung hier, ob sie uns nicht noch ein paar Dinge verraten kann. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Also sie sagt, Kennen hat gesagt, ich würde vorbeikommen und dass ich wegen der verlorenen Fracht gucke. Und dann war sie ganz doll aufgeregt, weil dass ich das wirklich Inspektorin bin und ob ich schon mal jemanden, einen Verdächtigen erschossen habe. Wieso kommst du darauf, den Frachtdiebstahl zu stellen? Was? Hast du noch niemanden erschossen? Ich habe schon ein paar Täter ausgeschalten. Ja, ich nenne das in meinem Fall einen Fall abschließen. Das ist der beste Time erschossen. Ich mache nämlich die zwei. Well. Yeah, but they weren't suspects. Right, so the missing cargo. How can I help your investigation? Tja, also ich habe Fragen. Was wurde denn gestohlen? Gut, das wissen wir zwar schon, aber... Also sie hat auch schon Leute erschossen, aber das waren halt keine Verdächtigen. That's the weird part. There's no pattern, far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the Spectrum black? Ugh, who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Also es wurden stumpfe Spacer's Choice Säbel gestohlen, aber nicht das Spectrum Black, was daneben stand. Was übrigens auch interessant ist. Dann hat sie noch gesagt, wer wird überhaupt so verzweifelt, ein Spacer's Choice Säbel zu nehmen? Vielleicht jemand, der ein Schauspiel veranstalten möchte, der Requisiten braucht? Das würde unser Tier die gestohlene Ware nicht verkaufen. Der Verstand eines Kriminellen ist seltsam und unergründlich. Niveau soll er abschauen, der Spectrum Black nicht vom Bananenklaps unterscheiden kann. Naja, nicht verkaufen, ne? Yeah, probably not. No one's dumb enough to think Spacer's Choice Sabers are worth half a damn. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Sind unsere Täter nicht zu verkinder, obwohl hier eigentlich so gut wie nie Kinder rumrennen, ne? Tja, 5 Kisten mit Stiften und ein paar Limos. Also je nachdem, was das für Stifte waren, kann ich das durchaus nachvollziehen. Dann wird lautet beides. Beides ist trauriger. Ich verstehe, was du meinst. Das ist kein Muster zu erkennen. Vielleicht mangelt es in unserem Täter verzweifelt an Tinte? Also. Die alle Verbrechen sind traurig. Das traurige Vergechen des armseligen Verstandes. Das ist nicht nur die drei. I wish they hadn't stolen the blue pens. We can never keep enough of those in stock. Wie? Warte mal. Sie haben nie genug blaue Stifte? Übrigens, das ist die letzte Zeile, hat sich gerade so ein bisschen angehört wie so eine Filmszene, ne? Na gut, wer hat noch Zugriff auf die Fracht? Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager. He told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Mhm. Also das ist, die Ware geht verloren, bevor sie überhaupt im Frachtlager ankommt. Also es ist quasi noch im Frachthafen. Also quasi wird die ausgeladen, steht draußen rum und sind schon weg. Benton Chan mag, das eigentlich nur Roboter unterwegs. Tja, die Roboter? Could be. Those things will break if you so much as look at them funny. That's Benton's area, but don't bother asking him for help. Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Was? Das ist, also ich soll mir nicht die Mühe machen, ihn zu fragen, weil das letzte Mal, wo sie ihn gebeten hat, hat er gesagt, dass er nicht helfen kann, weil er tot ist. Ist er tot? Brain dead, maybe. But no, no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Ein bisschen, ja. Okay, gut. Das, wenn ich was prüfen möchte, möchte ich selber gucken. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Oh, danke. Du bist erfrischend gut. Ist es dort irgendwas, von dem ich wissen sollte? Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah. I do have a list of cargo that's gone missing, though, if that helps any. Ah ja, okay, gut. Wie scheint sie ein bisschen zu viel Spaß an der ganzen Geschichte zu haben, aber ich darf trotzdem nicht im Frachthafen gehen, oder habe ich jetzt die Erlaubnis? Ich meine, so oder so breche ich da jetzt ein, insofern ist das jetzt auch nichts. Aber... Quicksave, bevor hier was schief geht. So, wenn, dann muss ich jetzt ein bisschen rumschleichen.
Ach, guck mal, da ist ja der gute Burbage 3000. Es gibt anscheinend auch einen Burbage 2000. Okay, ich darf hier aber anscheinend jetzt sein, weil es sagt mir nicht, dass ich hier nicht da bin. Okay, never mind that. So. Müssen wir hier mal ein bisschen abkürzen. Okay, wir haben bis jetzt ein bisschen Munition gestohlen. Sehr schade, dass das nicht, dass das nämlich nicht pausieren kann, das ganze Ding, ne? Das Tarnus. Ich meine, hier rennt eh weit und breit keiner rum. Ein Slug-Feger. Wenn ich hier anfange, Slug-Personal zu erschießen, mache ich mich allgemein unbeliebt, oder? Sicherheitsgriff, Bitmodul. Ich weiß noch nicht mal, wo die Roboter eigentlich stehen, die ich mir angucken möchte, ne? So, habe ich jetzt noch einen Balken, oder wie war das? Ja, okay, ich habe keinen Balken mehr. Jo, der macht immer keine komischen Geräusche mehr. Hier ist eh weit und breit keiner. Das gerade? Es ruckelt gerade. Ich hatte gerade kurz weniger als 60 FPS, das tut mir leid. So, sind das hier die Verladeroboter? Das hier ist ein Verladeroboter, aber ich kann ihn nicht. Achso, warte mal, ich habe doch hier mein Werkzeug! Wir müssen doch gar nicht selber die Sorgen machen. Trotzdem. Wenn hier liegt auffällig viel Muni rum, ne? Ich musste, glaube ich, in diesem Spiel noch nie irgendwelche Muni kaufen. Hier sind so Streifen auf dem Boden, aber ansonsten. Tja, sieht doch recht leer hier aus, ne? Irgendwelche Transportdinger. Also außer wiederholte FPS-Drops. Moment. Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Oh Gott. Ich habe meine Maus langsamer gemacht. Und. Also damit ich mich nicht so schnell umgucke, damit das halt irgendwie ein bisschen flüssig aussieht. Und das über drei Desktops rüberzuziehen, dauert ganz schön lange. Interessant, dass es gerade hier ruckelt. Oder hier überhaupt FPS-Drops sind. Weil prinzipiell habe ich ja. Also es sieht ja nicht besonders grafisch beeindruckend aus, ne? Und ich war vorher in anderen Ecken, wo es wesentlich besser ist. Wenn ich hier kurz rein wieder rausrenne, dann resettet das doch, oder? Genau. Dann resettet das. Wo ist denn der Typ? Oh. Ach, lol. Das ist Max, der sich auch unfassbar schlecht tarnt, übrigens. Ich war kurz gerade etwas erschrocken. Okay, der Typ rennt da mal von links nach rechts. Ja, wo sind denn diese lustigen Frachtroboter hier? Weil das da vorne ist ja der Empfänger. Okay, die Roboter-Ladeeinheiten stehen direkt davor. Also ich hätte gar nicht einbrechen müssen. Also richtig gelohnt hat sich das ja. Körperpanzer mit Explosionsschutz voll. Okay. Nehme ich hin. Ich habe jetzt übrigens einen richtigen Dirty Harry Revolver, ist mir aufgefallen mit dem Ding hier, ne? Das fand ich ganz geil. So, mal Roboter. Ich weiß nicht, muss ich irgendeinen befragen? Achso, ich glaube, ich weiß, wer der andere Typ ist, den ich befragen soll, oder? Das ist doch der Typ, mit dem wir sowieso schon mal gequatscht haben, oder? Aber hier ist ja nochmal so ein Dings hier. Das ist so klein. Dass ich wahrscheinlich nicht mal meinen kompletten Bike brauchen kann, bevor ich einmal durch bin. Das gute Phineas Tarnmobil ist auf jeden Fall praktisch. Naja, gut. Hier war auf jeden Fall nichts zu holen. Oi, Grasp, den haben wir noch nicht gequatscht. Ich renne mal um ihn herum. Eventuell gibt es doch noch eine Quest mit diesen radioaktiv verseuchten Bitcoin. Und das würde mich ja doch sehr interessieren, ob es dafür eine eigene Quest gibt. Genau, da müsste der ja eigentlich hier im Security-Büro stehen, oder er hat. Da ja noch das Bandenschein. Genau, mit dem haben wir sogar schon geredet. Oder habe ich zumindest. Ich frage nochmal nach dem Roboter. Hallo, Bandenschein. You one of the new workers? Nein, nein. Ich habe Fragen an dich. Okay. Habe ich dafür eine eigene Quest? Für den Empfänger des Abhörgerätes. Der Herr der Plage. Warum er die Quest so heißt. Ja, ich wüsste jetzt aber trotzdem gerne, was mit den Robotern auf sich hat, ne? Das ist halt. Ist jetzt ja schon irgendwie interessant, sag ich mal. Die können wir nochmal kurz einbrechen und ein paar Sachen klauen, aber das ist jetzt hier. Tagesoutfit Option 1. Ein Outfit, das gewöhnlich von Spacern getragen wird. Ah ja. Absolut langweilig, interessiert uns gerade nicht. Viel mehr interessiert. Komme ich hier noch raus ungesehen? Wahrscheinlich, oder? Ja, doch. Wo sind diese Frachtroboter? Es ist schön zu sehen, wie gewaltig diese Raumschiffe anfühlen, ne? So im Großen und Ganzen. Ich habe leider keinen richtigen Questfall, aber das müsste doch eigentlich in der Lage sein, hier irgendwie so ein
ist unser Roboter anzuklicken, anzulaufen. Guck mal, hier steht sogar an der Wand. Freight Storage and Processing. Ich finde es übrigens immer total irritierend, wenn in so Spielen auf immer so ein Text auf Deutsch ist, obwohl es natürlich ein leichtes Texturen zu übersetzen. Ich meine, was macht das wieder? Warte mal, ich kann die Dinge decken. Naja, okay, gut. Diese Art von Hacken kann ich ja anscheinend mit dem machen. Okay, gut. Quicksave? Step lively, friend. Warum muss der Helden gerade im Hotel sterben? Ich habe keine Ahnung. Schau lebendig aus. Step lively. Huh. Oder ist es am Frachtlager selbst, wo die Dinge, die Roboter rumspringen? Ich meine, es gab relativ viele. Das ist so schrecklich. Das ist kaum interessant, dass ich in die Wand gegenrennen kann und dann resette. Das ist so schrecklich. Kaum lässt mich das Spiel für eine Sekunde alleine, was so Rätsel angeht. Und schon bin ich komplett lost. Da hinten ist auch nochmal ein Arbeiter. Vielleicht kann der ja meine Fragen beantworten. Ich meine, sie hat ja gesagt, dass sie irgendwelche Roboter umprogrammiert hat, nicht wahr? Wait! Maybe this N-Ray warning isn't decorative. Ein N-Strahl-Hinweis, das ist nicht ganz dekorativ, das ist ja. Das wäre ja ein Ding. Ach guck mal, hier gibt es Kameras. Slug-Arbeiter? Tja. Also außer sie deaktivieren kann ich mit den Viechern halt echt nichts machen. Ich finde diese Cargo-Container sowieso alle ein bisschen komisch, so vom allgemeinen Design her, ne? Tja. Ich höre da hier was. Achso. Finde der große Flug überhaupt nicht nervig, wenn ich hier irgendwie die kleineren Einschüsse schieße, ne? Ah, der gute Dirty Harry Revolver. Okay, nicht so richtig eigentlich. Ist keine echte Magnum. Aber nein, noch dran. Tja. Wird der ja die Roboter befragen, aber ich wüsste echt nicht welche, ne? It's the Inspector. In der Tat ist sie das. I'm pretty happy working for Slug. Mr. Kincannon treats us with respect. Ja, solchen Aussagen kann ich mir nicht mehr trauen, wenn die sagen, ja, das ist, wir werden hier mit Respekt behandelt. Weil das kann ja eigentlich immer auch eine, naja, PR-Aussage sein oder halt auch aus Furcht vor Angst oder. Spencer Woolwich. Dem wurden Autogrammkarten gestohlen, ne? Wo ich den gerade so sehe auf dem Bild da. Tja, Robotereinheit Lada. Das ist nicht der, den ich gerade deaktiviert habe? Ist er wieder unterwegs? Tja, Na gut, wir gucken uns halt mal den Peilsender an. Was richtig weiterbringen, typisch das bis jetzt hier auch nicht. Wie genau kommen die eigentlich da oben an diese hochgestapelten Kisten ran? Oder sind das auch wieder teilweise Fertighäuser? Ist ein bisschen schwierig zu sehen, wo hier der Unterschied zwischen Lagerkisten und Fertighäusern ist. Position des Empfängers. Und ich dachte schon, die öffentlichen Baderäume sind ohne. Timeline discrepancy detected nearby. Ah ja. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime covered. Dieser Empfänger scheint zum Sender zu passen. Er ist ein bisschen dreckig. Geht, wie lange liegt das Ding schon auf dem Boden? Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Eine Woche vor Helens Tod, interessant. Schlick und Detritus, okay, irgendwelche Hinweise? Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. Ah ja, okay, gut. Wir haben jetzt einen dreckigen Empfänger. Finde den Empfänger des Abhörgeräts. Nu? Suche die Robotereinheit des Raumhafts. Ach so. Das ist jetzt erst die Quest. Also ich muss eine spezielle Robotereinheit. Habe ich nicht genau die schon angeklickt? Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht besonders gezielt rumgelaufen, aber ich hatte doch eigentlich schon diverse. Ah gut, die steht mir nicht bereit. Okay, anscheinend nicht. Ne, untersuchen wir. Timeline discrepancy detected nearby. Ja, ja. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. Der entspricht nicht dem Fabrikstandard und er hat ein Abwehrprotokoll. Interessant, dass er überhaupt ein Abwehrprotokoll hat, finde ich. Aber okay, reden wir darüber nicht weiter. Definiere das standardmäßige Abwehrprotokoll. For Type K-19 Cargo Transport Automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo or its transportation or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes.
Ah ja, okay. Das ist Ableben für 3 Minuten. So, so. Nach Hinweisen auf ungewöhnliches Verhalten scannen. Also wenn das, wenn du versuchst, dem Fidi Cargo abzunehmen, fängt er an, Dinge zu tun. Das ist interessant. Slug Automechanical Maintenance Records indicate, this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Was? Die Aufzeichnungen sagen, dass das Ding ziemlich oft weg ist? Sehen wir uns dieser Roboter halt mal genauer an? Ne, auf keinen Fall. Das Spiel verlassen hat bestimmt, dass er mich dann angreift. Neue Auslöser identifizieren? There is a directive in place to initiate defensive protocol, should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Ah ja, na, dann sehen wir uns die Roboter halt mal an. Also wir wissen, dass es uns das hier angreifen wird. Achso, ich kann jetzt bestimmt mit technischen... das Ding hat sogar eine richtige Hand, ne? Mit technischen Fähigkeiten das Ding sogar irgendwie ein bisschen hacken, so wie es aussieht, ne? Naja gut, kann ich das Ding hacken? Ja, kann ich. Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so mächtig ist. Ich habe das jetzt einfach angefangen rumzuschießen zu hoffen. Also es greift mich aber so oder so an. Das macht ganz schön viel Schaden, ne? Loading Automechanical Unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this Automechanical assist you? Automechaniker, Schlossgang und Inspiration. Patrick, glaubst du, du könntest die Sicherung deaktivieren? Ah, das ist schön, schön, dass wir das mit Inspiration machen können. Ich habe keinen Schlossgang 105. Wahrscheinlich nicht ohne Klamotten, oder? Naja gut, wenn ich die Oberstops nehme, wäre ich wahrscheinlich angegriffen, oder? Aber hey, wir haben Inspiration. You got it, Cap. Failsafe. Successfully disabled. Kill mode deactivated. Yay! Die 105 deaktiviere die Sicherung. Das neueste Datenlog, wird die Tasten hämmern hoffen, dass einer von uns übrig wird. Das neueste Datenlog ansehen. Ejecting Datalog 17C. Das neueste Datalog ansehen? Es scheint, dass wir dieser Roboter in Anweisung gehalten, alle 1 bis 4 Tage Fracht zu entfernen. Darüber hinaus wird die Einheit angewiesen, ein bestimmtes Paket zu stehen. Lieferung Nummer 6875. Okay. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht ominös, nicht wahr? Das ist vor allen Dingen wieder ein neues Indiz auf meiner langen Indizienliste, ne? Ob die Nummer mir irgendwas sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich wollte eigentlich noch die Notiz machen, dass das Sublights Brett Käfigkämpfe veranstaltet. Aber das heißt ja, dass das nicht nur... Oder das sind zufällige Diebstäbe, um den Original, um den, den eigentlichen Diebstahl, um den es eigentlich geht, der wahrscheinlich ähnlich wertvoll ist, zu verstecken. Na gut, was befindet sich in dieser Lieferung? Apologies. This unit does not have access to cargo inventory lists. Ah ja, na gut. Unit. Entering Standby Mode. Have a nice day. Tja, okay, also ich kann mir nicht sagen, was drin ist, weil es, naja. Gut. Party? What's on your mind? Lassen wir was reden? Yeah. Miss Captain Libby? Nö, okay. Wir werden später weiter. Kann ich das Log einfach einsehen, was ich gerade gefunden habe? Hab ich das hier irgendwie? Captain-Ausweis? Was? Zugangscode zum Geothermie-Kraftwerk. Das sind hier. Gehacktes Roboter. Dieser Roboter hat einer gehackt. Beweist, dass jemand Zlack war. Das ist okay. 1 bis 4 zufällige Tage. Achso, die haben die Funktion zu stehen. Und darüber hinaus alle 1 bis 4 Tage zufällige Lieferung. Okay, gut. So, muss ich jetzt hier den Cargo 6875 finden? Haben die Dinger Nummern dran? Oh ne, ich kann einfach zu Cedric zurücklaufen und einfach fragen. Na gut. Das ist wesentlich einfacher als alles andere, was ich dachte. Gut, fragen wir Cedric.